Herr Präsident des Rechnungshofs, Hohes Haus. Naja, Asyldebatte. Worunter wir leiden in der derzeitigen Situation, dass eben sehr viele krisenbedingt, kriegsbedingt aufgrund von Verfolgung von ihren Heimatländern flüchten. Das ist und wir sie nicht unterbringen können. Was ist es? Es ist das Versäumnis der letzten Jahrzehnte. Warum? Weil Sie als SPÖ und ÖVP und eigentlich sogar unter Jubel der Grünen eigentlich zugelassen haben, dass mit dem Titel Asyl unkontrollierte illegale Zuwanderung stattfindet. Und jetzt ist für diejenigen, die das Asyl tatsächlich brauchen würden, einfach kein Platz da. Vor diesem Dilemma stehen wir. Auch die Situation, dass man sagt, humanitär, unsere große Tradition. Man denkt an Ungarn, man denkt natürlich an die Tschechoslowakei. Frau Kollegin, Frau Vizebürgermeisterin aus Amstetten, bitte. Achso, ich habe nämlich gesehen, dass Sie auf der Rednerliste sind. Der Zwischenruf schon wieder entfallen. Gut, danke. Die Frage ist nämlich noch dazu, warum nämlich bei Ungarn und Tschechoslowakei-Krise so viele zu uns gekommen sind und natürlich von uns aufgenommen wurden, weil sie direkt an unserer Grenze waren. Das ist nämlich auch ein entscheidender Unterschied bei den humanitären Katastrophen, die sich derzeit auch weltweit abspielen. Wir haben auch unseren Gutteil getan in frühen Jahrzehnten, als wir noch eine Schengen-Außengrenze waren. Das sind wir lange nicht. Es wurde zuerst die Zahl genannt, betreffend der Kopfquote in Italien. Wir wissen ganz genau, wie viele von Afrika in Italien landen. Die werden aber dort nicht aufgenommen, sondern die werden stillschweigend unter Bruch europäischer Regelungen nach Österreich einfach durchgewunken. Das wollen wir auch nicht haben auf der europäischen Ebene, dass solche Missstände hier passieren. Wir haben genug an unserem eigenen Ranzen hier zu leisten für die, die in der Vergangenheit zu uns gekommen sind. Und wo bleibt denn eigentlich die Frage, naja, jetzt spielen sich derzeit kriegerische Auseinandersetzungen in Syrien ab. Es spielt sich ab im Irak. Die Türkei ist ein islamisches Land, der Iran ist ein islamisches Land, in einem leben mehr Sunniten, im anderen leben Schiiten. An sich könnten alle, die dem Islam angehören, direkt in der Region von zum Teil sogar sehr reichen Staaten aufgenommen werden. Warum müssen sie über so viele sichere Drittländer, zu uns kommen? Warum muss das so sein? Das ist eine ganz bescheidene Frage. Wir können nämlich auch eines machen. Wir können unseren humanitären Beitrag auch in Geldleistung, zum Beispiel direkt dort unten, wo die Flüchtlingsströme sind, einsetzen. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Aber weil der Herr Kollege Steinwerfer wäre schon fast versucht gewesen zu sagen, doch seinen Zwischenruf macht, da gibt es verschiedenste Dinge, die noch zu beachten sind. Diese Fragen der Unterbringungen auf anderen Bereichen. Was wir gesagt haben, wir wollen Christen aufnehmen aus diesen Regionen, weil die werden nämlich von allen Seiten nicht besonders gut behandelt. Da hat es geheißen, 1000 Christen kommen nach Österreich. Wir schaffen es nicht einmal 500 hierher unterzubringen. Das heißt, so schaut nämlich dann wirklich die Humanität der ÖVP aus, was man dann sieht. Ich habe einen ganz anderen persönlichen Zugang dazu. Was mich eigentlich wundert, gerade das Beispiel, das der Kollege Kunersecker zitiert hat aus der Steiermark, wo man diese überproportionale Unterbringung macht, mich wundert eigentlich dann letztlich bei dieser Debatte immer die muntere Haltung der Grünen, die uns eigentlich das Asylunwesen ja immer schmackhaft machen wollen. Da ist auf einmal nichts zu hören. Ich höre nichts von zum Beispiel die grüne Landesrätin in Salzburg, die sagt, na eigentlich, ich bin überrumpelt worden von der Innenministerin und das sind eigentlich viel zu viele Asylwerber, die dorthin kommen. Da hört man von den Grünen auf einmal nichts. Statt dass ich die Aufrufe höre, der Bezirksvorsteher Bimlinger zum Beispiel in Wien 7, dass der sagt, in meiner Verantwortung dort, wo Grüne sind, herbei mit ihnen. Da höre ich nämlich überhaupt nichts. Ich persönlich würde mir eher mal als Innenministerin die Landkarte anschauen und da würde ich mir die Wahlergebnisse anschauen, wo sind besonders viele Grünwähler, zum Teil kommunistische Wähler, die alle sagen, ja, nur herbei. Und wo sind sie eben nicht? Und das würde zur Win-Win-Situation führen, dass alle, die für den Asylmissbrauch sind, so wie die Grünen, dass die dort die Menschen dann dort haben, die sie uns immer unterjubeln wollen. Und in den anderen Gemeinden, wo die das nicht wollen, dann wären sie dann eben nicht. Das ist eine sogenannte klassische Win-Win-Situation. Und es ist im Prinzip auch bezeichnend dafür, dass diese Asyldebatte von Ihnen ja nur in Wirklichkeit, jetzt würde ich fast ein Wort gebrauchen, das mir ordnungsrufverdächtig wäre, diese
Diese Worte, die müssen Sie sich auch noch anhören, meine Damen und Herren. Sie selbst sind diejenigen, die bei den Forderungen, wenn es um Ihr eigenes geht, überhaupt nicht zustimmen. Und das sehen Sie allein aufgrund der Rednerliste zum Thema Asyl. Wenn Sie schauen, gibt es nur bei den Kollegen Doppler, der gemeldet ist, und dann der Präsident des Rechnungshofs. Wenn es um die Frage geht, um Ausgaben, um überbordende Ausgaben in Verschwendung im Asylbereich durch nicht geregelte Sachen, da sind Sie hier im Gegensatz zu den anderen Rechnungshofmeldungen sehr kleinlaut und trauen sich nicht einmal zu Wort melden. Eine direkte Attacke also zu den Grünen von Walter Rosenkranz von der FPÖ. Er skizziert, es gebe ein Asylunwesen in Österreich und deshalb gäbe es auch keinen Platz für Flüchtlinge.